Hier eine trigonometrische Aufgabe aus dem Physikbereich. In der Physik kommt es häufig vor, dass man eine Kraft F je nach zwei Winkeln Alpha und Beta in zwei Komponenten F1 und F2 zerlegt, so dass diese Kraft F1 plus diese Kraft F2 gleich zu dieser Kraft F ist. Um die Stärke von F1 zu berechnen, rechnet man einfach die Stärke der Kraft F mal Sinus dieses Winkels Beta geteilt durch den Sinus von Alpha plus Beta. Und um die Stärke von F2 zu berechnen, rechnet man die Stärke von F mal Sinus dieses Winkels Alpha geteilt durch Sinus des Winkels Alpha plus Beta. Wir werden diese zwei Formeln trigonometrisch beweisen. Um das zu machen, benennen wir zuerst diese Punkte, Punkt A, Punkt B, Punkt C und Punkt D. Jetzt schauen wir in diesem roten Dreieck A, C, D. In diesem Dreieck nennen wir diesen Winkel A, C, D Gamma und werden in diesem Dreieck, das kein rechtwinkliges ist, die allgemeine Sinusregel anwenden. Die Sinusregel besagt, F1 geteilt durch Sinus von Beta, das ist dasselbe wie F geteilt durch Sinus von Gamma, also so. In dem roten Dreieck ACD besagt die Sinusregel, F1 geteilt durch Sinus von Beta, steht da, gleich F geteilt durch Sinus von Gamma, steht da. Diesen Winkel Gamma können wir anhand von Alpha plus Beta ausdrücken. Dazu verlängern wir diese Strecke DC ein Stückchen nach links und erkennen hier genau dieselbe Winkelöffnung wie da, weil Alpha plus Beta und dieser Magenta-Winkel innere Wechselwinkel sind. Also können wir Gamma ersetzen durch 180 Grad minus Alpha plus Beta, also so. Und im trigonometrischen Kreis sehen wir sofort, dass der Sinus von 180 Grad minus ein Winkel genau dasselbe ergibt wie der Sinus von diesem Winkel. Also haben wir hier Sinus von Alpha plus Beta. So haben wir also herausgefunden, dass F1 geteilt durch Sinus von Beta dasselbe ist wie F geteilt durch Sinus von Alpha plus Beta. Jetzt brauchen wir nur noch Sin Beta rechts rüberzusetzen und somit erhalten wir sofort diese gefragte Formel. Für die zweite Formel machen wir genau dasselbe, aber dieses Mal in diesem grünen Dreieck ABD. Dieser Winkel ABD ist selbstverständlich genauso groß wie dieser Winkel, also nennen wir den ebenfalls Gamma. Und jetzt wenden wir in diesem grünen Dreieck ABD die Sinusregel an. Sinusregel, die besagt, F2 geteilt durch Sinus Alpha, F2 auf Sin Alpha, gleich F geteilt durch Sinus von Gamma, F geteilt durch Sinus von Gamma. Aber dieser Winkel Gamma ist, genau wie da schon gezeigt, gleich zu 180 Grad minus Alpha plus Beta. Und wieder im trigonometrischen Kreis sehen wir, dass Sinus von 180 Grad minus ein Winkel genau dasselbe ist wie Sinus von dem Winkel. Also haben wir hier bewiesen, dass F2 geteilt durch Sin Alpha genau dasselbe ist wie F geteilt durch Sin von Alpha plus Beta. In dieser Gleichheit brauchen wir jetzt nur noch Sinus Alpha rechts rüberzusetzen und finden so die gefragte Formel. Und der Beweis ist schon erstellt.